Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 220. Video, in dem ich die letzte Aufgabe, die Aufgabe K, aus dem Video Nummer 212, da habe ich die Aufgabe vorgestellt, vorrechne in diesem Aufgabenpunkt K. Ich kann eben nochmal die Aufgaben hier vorne aufrufen. Das ist sie nicht. Wo ist sie denn? Da ist sie. Also man soll hier unten... Wir sind bei Aufgabe K, untersuche das uneigentliche Integral von minus unendlich bis 0 von ft von x dx. So, wir schauen uns das mal an. Das ist k, wo ist denn k? Es dauert jetzt ein bisschen. Geduld, es geht gleich los. Hier ist k. So, also uneigentliches Integral, werdet ihr alle wissen, das Integral von minus unendlich bis 0 ft von x dx, das ist offensichtlich ein uneigentliches Integral, weil dieses merkwürdige minus unendliche unten als Integralgrenze angegeben wird. Eigentlich ist das erstmal nicht erlaubt, denn das müssen reelle Zahlen sein. Trotzdem kann man das als abkürzende Schreibweise benutzen. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Also das uneigentliche Integral von minus unendlich bis 0 ft von x dx bedeutet, ich setze hier unten für minus unendlich eine Variable z ein und lasse alles andere unverändert und z läuft dann gegen minus unendlich. Das bedeutet, also wenn man das schrittweise macht, man rechnet erst einmal dieses Integral aus, das Limes, das Integral von z bis 0 und setzt dann den Limes für z gegen minus unendlich davor und guckt sich an, was da rausschaut, was da rauskommt. Gut, der erste Schritt, um dieses Integral zu berechnen, ich mache das immer getrennt, ich bestimme erstmal eine Stammfunktion, ich schreibe also hier ein Integral von x durch t mal e hoch tx. Jetzt habe ich hier vor lauter Aufregung das dx vergessen. Machen wir. Sofort setzen wir das, Schrift 12, wir machen mal 26. Es kommt ja auf die Größe nicht an. So. Schrill. Dx. Aufgrund des Malpunktes hier, es gibt ja mehrere Rechenregeln für die Integration, wählen wir die partielle Integration, die ihr alle kennt. Ich habe hier die Formel nochmal drunter geschrieben, das Integral von u' mal v. Also es gibt mehrere Varianten dieser Formel. Ich wähle die hier. Das Integral von u' mal v ist gleich u mal v minus Integral von u mal v'. Wobei also gilt, dass wenn man das ausführt, dieses sogenannte Restintegral muss, das ist eine rechnerische Kontrolle, erheblich einfacher sein als das Ausgangsintegral. Denn sonst, wenn man das immer komplizierter macht, dann wird die Aufgabe immer schwieriger und da will man ja nicht hin. Man möchte die Aufgabe ja einfacher haben. Und ich erläutere auch gleich, warum das Restintegral bei dieser Wahl einfacher ist. Ein Tipp vielleicht noch bei der partiellen Integration, wenn das Restintegral komplizierter wird, dann muss man einfach das Produkt hier, da muss man die Faktoren vertauschen. Das liegt oftmals daran, es sei denn, man hat einen Rechenfehler gemacht. Das kann natürlich auch passieren. Okay, also das hier unten ist die Formel. Integral von u'v gleich u mal v minus Integral von u mal v'. Und wir wollen uns mal anschauen, e hoch tx ist also mein u', x durch t ist mein v. Dann ist das Integral von e hoch tx ist 1 durch t mal e hoch tx. Denn wenn ich das jetzt wieder ableite, kommt ja das t davor, das ergibt die 1 und es bleibt e hoch tx stehen. Mal v kommt wieder hin, minus, jetzt kommt wieder mein u, 1 durch t mal e hoch tx mal v'. Und wenn 1 durch t mal x ist ja v, dann ist die Ableitung von 1 durch t mal x ist 1 durch t. Das steht hier hinten. Ich habe das jetzt einmal vereinfacht. Und zwar seht ihr 1 durch t mal diesen durch t gibt 1 durch t Quadrat, dann habe ich das x dahin geschrieben und dann habe ich zum Schluss e hoch tx hingeschrieben. Und wenn ihr hier in das Integral reinguckt, dann seht ihr, dass ich 1 durch t mal 1 durch t kann ich rausziehen, weil das Integral linear ist und es bleibt stehen e hoch tx. Und jetzt halten wir mal eben inne. Ich wähle, was wähle ich denn mal? Hier, fast so ein Türkis. Ich hatte eben gesagt, dieses Restintegral muss einfacher sein
als das Ausgangsintegral. Und ihr seht, das ist tatsächlich der Fall, denn der Term e hoch tx ist rechnerisch einfacher als e hoch tx mal x durch t. Das Produkt ist weggefallen und wir müssen nur noch eine Funktion integrieren. Das heißt, wir sind hier auf dem richtigen Wege. Das machen wir. Es bleibt stehen von oben nach unten 1 durch t Quadrat, dann bleibt das x stehen, bleibt der e hoch tx stehen, minus 1 durch t Quadrat und das Integral von e hoch tx ist 1 durch t mal e hoch tx plus einer Integrationskonstanten c und damit haben wir die Stammfunktion bestimmt. Die steht jetzt nämlich hier. So, das war nochmal eine kurze Wiederholung und damit gehen wir jetzt vor Freude darüber, dass wir jetzt die Stammfunktion herausbekommen haben, müssen wir gucken, was wir machen. Wir müssen die Grenzen einsetzen in einem zweiten Schritt, also gilt also obere Grenze minus untere Grenze und dann müssen wir den Limes für z gegen minus unendlich davon bilden. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Also hier steht das Integral von z bis 0 jetzt mit den Grenzen, hier steht die Stammfunktion drin. Da gucke ich jetzt eben nochmal, ob ich mich auch nicht verschrieben habe. 1 durch t Quadrat mal x mal e hoch tx. 1 durch t Quadrat mal x mal e hoch tx. Minus 1 durch t hoch 3 mal e hoch tx. Ja, das stimmt. Von 0, von z bis 0. So, es gilt obere Grenze zuerst einsetzen. Für das x natürlich 0 durch t Quadrat minus 1 durch t hoch 3 mal e hoch 0. Minus. Eine beliebte Fehlerquelle ist übrigens diese eckige Klammer oder diese Klammer überhaupt zu vergessen, wenn man die untere Grenze abzieht. Es stehen fast immer Summen oder Differenzen hier in der Stammfunktion und wenn man die abzieht, muss man die klammern. Ja, sonst kriegt man hier einen Vorzeichenfehler rein. Also hier ganz wichtig, diese eckigen Klammern überhaupt bei der Integralrechnung zu setzen. Also ich setze z ein, z durch t Quadrat mal e hoch zt minus 1 durch t hoch 3 mal e hoch zt. Das ergibt für die erste Klammer minus 1 durch t hoch 3, e hoch 0 ist ja 1. Das stimmt schon mal. Und die zweite Klammer, da habe ich e hoch zt hier oben ausgeklammert. Ihr seht, dann bleibt stehen z durch t Quadrat minus 1 durch t hoch 3. Ja, wenn man also hier ausklammert. Hier bleibt das. Also z durch t hoch 3 ist der erste Faktor. Minus 1 durch t hoch 3 bleibt hier stehen. Und wenn ich jetzt diese geschweifte Klammer respektive diesen lila Kasten gleichnamig mache, dann müsste ich den ersten Bruch mit t erweitern, dann ist der Hauptnenner t hoch 3 und im Zähler steht zt minus 1, habe ich hier hingeschrieben. Gut, das Ganze ist jetzt, gucken wir mal, ist jetzt das Integral von z bis 0 von dieser Funktion, haben wir. Jetzt muss ich von diesem Ausdruck, den ich schwarz umrahmt habe, den Limes bilden. Also Limes für z gegen minus unendlich von minus 1 durch t hoch 3 mal e hoch zt mal diese Klammer. Ihr seht, diese Klammer habe ich leer gelassen. Da steht irgendeine Konstante. Irgendwie habe ich da jetzt was falsch gemacht. Muss ich mal eben gucken. Also, minus mal e hoch minus e hoch ct mal dieser eckigen Klammer. Das ist gleich, wir gucken einfach mal, ich darf jetzt die eckige Klammer auflösen. Minus 1 durch t hoch 3, denn ich muss ja, das z läuft ja nur und dann steht hier minus 0, das muss ich mal eben erläutern. Ihr seht, hier steht eine gebrochen rationale Funktion, die abhängig ist von z, also zt minus 1 durch t hoch 3, das t bleibt ja fest. Und wenn jetzt dieses z gegen minus unendlich läuft und das alles bleibt fest, dann wird der Zähler unendlich klein.
gerät aber in Konflikt, also diese Funktion, die hier steht, zt minus 1 durch t hoch 3, gerät in Konflikt mit der e-Funktion. Und da gilt eben die Regel, dass unter anderem bei dieser multiplikativen Verknüpfung in diesem Falle die e-Funktion den Grenzwert bestimmt. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht. Also die Regeln von de L'Hôpital könnte man zum Beispiel untersuchen, oder man könnte natürlich jetzt nochmal ganz genau untersuchen mit einer Wertetabelle, oder man kann auch machen eine Grafik. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich sage das jetzt einfach mal, dass in diesem Ausdruck hier die e-Funktion den Limes bestimmt, und der Limes von e hoch zt für z gegen minus unendlich ist 0. Hier steht also, dann steht hier also 0 mal geschweifte Klammer, daher kommt die 0, und ich habe als Grenzwert minus 1 durch t hoch 3. Das heißt, dieses uneigentliche Integral hat tatsächlich den Wert minus 1 durch t hoch 3. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt ihr mich weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, verschweigt ihr meine Existenz. Und im ersteren Falle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.